Sie haben es geschafft. Die USC Baskets Heidelberg sind in die erste Bundesliga aufgestiegen. Die Erleichterung am Sonntag beim haushohen Favoriten? Spürbar. Also, es ist Wahnsinn. Ich hätte es zwar gerne beim ersten Mal gemacht, aber so hat man dann auch nochmal ein bisschen mehr Spannung reingebracht und ja, geht durch die Decke ein bisschen. Die Rückkehr ins Oberhaus war zumindest an diesem Wochenende gegen Bamberg tatsächlich alles andere als ein Spaziergang. Am Freitag gab es überraschend eine Niederlage, die erste nach 19 Siegen in Folge. Sie haben ihre Freiwürfe gemacht und am Ende die Würfe versenkt. Wir haben unsere nicht gemacht, es kommt alles auf kleine Dinge, kleine Details an. Und die wurden freitags direkt von Trainer Dennis Schügan angesprochen. Ja, wir haben heute extrem schlecht geworfen. Wir haben heute 26% Wurfquote. Da kannst du kein Spiel gewinnen in dem Finale halt, ne? Da müssen wir echt dran arbeiten, dass wir da sicherer werden noch. Und da werden wir morgen ein bisschen was machen und am Sonntag dann zurückschlagen. Denn Samstag war nochmal Training angesagt, damit Sonntag tatsächlich alles glatt geht. Und das ging es ja. Im Anschluss war die Erleichterung und der Stress der Zweitligasaison auf einen Schlag weg. Feiern konnten trotzdem nicht alle. Wir sind leider keine volle Profimannschaft. Das heißt, wir haben eine Lehrerin, die darf morgen wieder für ihre Klasse treten, die übrigens fast alle da waren. Die werden sie sicher verzeihen, wenn sie ein bisschen müde ist morgen. Hoffen wir mal. Ja, aber ich hoffe, dass der Abend so hingeht, dass wir morgens vielleicht ein bisschen müde sind. Die neue Saison in der obersten deutschen Liga beginnt im Spätsommer. Genug Zeit also, die Kräfte wieder aufzutanken, die sie bei Finalduellen und Meisterfeier gelassen haben.